Ein Traum in Schnee und Eis hat sich offenbart, wenn man den Ballsaal im Gasthaus Sandhofer betrat. Das Ballkomitee hat keine Kosten und Mühe gescheut, um einen Eispalast für den Ball des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Amstetten zu zaubern. Ein Motto, das perfekt gepasst hat, wurde doch an diesem Abend die Landschaft draußen in Schnee und Eis gehüllt. Diesmal haben wir gesagt, okay, ein Traum in Eis und Schnee. Also habe ich gesagt, nein, es passt besser, ein Traum in Schnee und Eis. Also waren sofort alle dafür. Und natürlich waren schon die Gedanken, wie macht man was, was wird jetzt gestaltet. Und das macht natürlich viel Spaß. Es ist natürlich viel Arbeit, aber trotzdem, der Spaß überwiegt immer. Ich glaube schon, dass ihr hellseherische Vorausschau gehabt habt, dass es Eis und Schnee gibt. Wir haben die schönste Winterlandschaft. Leider zu Weihnachten nicht. Wir können Skifahren gehen, man kann Eislaufen. Also das heißt, man kann richtig die Freizeit frönen. Einziges Problem ist natürlich, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Ja, ein Traum in Schnee und Eis, im Ballsaal schon, auf der Straße nicht so. Aber unser Team kann wirklich oft hexen. Also die hellseherischen Fähigkeiten haben wir nicht. Aber wir haben uns eigentlich gedacht, dass es wie alle Jahre um die Jahreszeit unter Umständen Eis und Schnee geben könnte. Nachdem es vor Weihnachten eh nicht viel war, war eigentlich, glaube ich, das Motto relativ leicht zum Treffen. Ja, also Schnee und Eis ist heute wirklich passend und der Ball entwickelt sich sehr gut. Heuer Höchstbesuch und scheinbar haben sie wirklich seherische Kräfte, das Ballkomitee. Gratulation, ja. So viel Schnee, wie heute gefallen ist, das war eigentlich nur wirklich ein gutes Omen für den Ball, oder? Es waren die stimmungsvolle Gestaltung und die vielen Programm-Highlights, die diesen Ball zu einem der bestbesuchten der letzten Jahre haben werden lassen. Dazu gehörte unter anderem die Eröffnung durch Michaela Fries und Gregor Nowak vom Tanzsportclub Forum Wien, die mit Rumba, Samba und Walzer auf einen wunderbaren Eiszauber eingestimmt haben. Gekonnt umgesetzt, das kann auch einer bestätigen, der den Ball schon seit Jahren kennt, Patrick Hablesreiter. Also ich denke auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also sie haben mit Sicherheit bessere Fähigkeiten als die, die Weihnachten am 24. Dezember planen. Da funktioniert das mit dem Schnee eigentlich nie. Also insofern finde ich ganz toll. Also mir gefällt der Ball sehr, sehr super. Die Dekoration ist alles wunderschön gemacht. Also es kann nur mehr eine schöne Ballnacht werden. Wir sind also zufrieden. Es ist eine tolle Geschichte. Wir haben also einen Besucherrekord und recht viel schöner kann es eigentlich nicht gehen. Ich freue mich sehr, weil ein gutes Miteinander ist auch für die Wirtschaft wichtig und man sieht das heute hier im Raum, wie gut das hier funktioniert. Eine gelungene Premiere beim Ball des Wirtschaftsverbandes Amstetten feierte auch die Band Sandy and Friends, die gekonnt und abwechslungsreich Musik und Gesang für einen Hochbetrieb auf der Tanzfläche lieferten. Ich bin mehr der Organisator als wieder dein Tänzer. Ja, am liebsten tanze ich einen Walzer und an und für sich gehört der Ball dazu, dass man sich auch unterhält, dass man sich eben gut fühlt und ja, dass man den Arbeitsstress auch vergisst ein bisschen. Also ehrlich, lieber Standard, da habe ich meine Frau näher bei mir. Also vorwiegend Standard, minimal lateinamerikanisch, ja? Eher Standard und wir sind eher die, die was sehr gern zuschauen beim Tanzen. Das Motto zog sich wie ein blauer Faden durch die Ballnacht. Ob als Eishöhle dekorierte Kellerbar oder auch das Eisbuffet kurz vor Mitternacht, das stilgerecht zu Traumschiff-Melodie und mit Sternspritzern in den Saal getragen wurde. Traditionell darf bei diesem Ball auch die Tombola nicht fehlen, bei der es Tablets, eine Ballonfahrt und als Hauptpreis ein TV-Gerät zu gewinnen gab. Die Mitternachtseinlage gestaltete Saschas Travestie-Show, die für humorvolle, aber auch berührende Momente in dieser wunderschönen Ballnacht sorgte.